Hallo und willkommen zu diesem neuen Video auf Aquaddicted, unserem und eurem Aquaristikkanal. Wir sind heute wieder unterwegs und einige von euch erkennen vielleicht auch, wo wir sind, denn wir haben hier schon mal gefilmt. Aquaddicted on Tour und wir stellen euch heute vor, den unserer Meinung nach ja, König der Aquarienfische. Viel Spaß in diesem Video. Los geht's. Wir sind heute wieder zu Gast beim Simon Vogel, die Koryphäe, darf man das sagen? Wenn ihr wollt. Ich sage es einfach mal, ja. Der Skalare des Skalare-Züchtens. Wir waren schon mal hier und nicht nur Skalare, weil beim letzten Mal haben wir die hier geholt, die Rotrücken-Skalare, ihr habt es vielleicht gesehen. Du hast ja noch eine ganz andere Leidenschaft, wir haben es mal ganz kurz angeteasert und jetzt sind wir nur deswegen gekommen. Du bist ja der Altum. Experte und der Altum-Skalar oder der Altum und der Skalar, das sind ja zwei Paar Schuhe, ja. Gehen wir gleich drauf ein. Jetzt mal kurz zu dir als Person, denn beim letzten Mal hat man dich ja nur kurz gesehen. Ja. Du bist seit wann im Hobby? Das Hobby betreibe ich eigentlich seit 47 Jahren, also seit meinem 10. Lebensjahr, jetzt bin ich 57 und das mache ich eigentlich leidenschaftlich. Leidenschaftlicher Aquarianer, ja. Früher wahrscheinlich normales Gesellschaftsbecken, genau. Und dann irgendwann mal Fischzucht. Genau, ich habe mit Guppies angefangen, wahrscheinlich die meisten. Wie wir alle. Zwischendrin ja. Macht man halt eine Pause. Ja. Aber dann habe ich wieder so richtig angefangen, habe ich eigentlich wieder 94, weil da bin ich in die Aquaristikbranche beruflich eingestiegen. Und da habe ich dann nebenbei dann immer Fische gezüchtet. Was ja auch schon eine relativ lange Zeit ist. Ja. Und du züchtest die Skalare, also den normalen Skalar, züchtest du seit 94? Seit 94 habe ich dann normale Skalare gezüchtet. Ja. Und die Altums habe ich das erste Mal nachgezogen 2008. Mhm. Das war so mein erster Durchbruch mit der Siegrist-Linie, ja. Die damals der Adolf Siegrist aus Liechtenstein nachgezogen hat im Jahr 1993. Im selben Jahr kam der Horst Linge aus Schwarzmach am Wald. Und dann habe ich auch Nachzuchten vom Horst Linge bekommen und habe die auch 2008 nachgezogen. Das waren so die Anfänge, als ich erstmal mit Nachzuchten angefangen habe, vom Siegrist und vom Linge. Ja. Und dann 2012 kamen dann reine Wildfänge vom Rio Atabapo und Inirida. Und das war so dann eigentlich das die Krone, reine Wildfänge nachzuziehen. Wann hast du dich denn in den Altum-Skalar so verliebt? Das war eigentlich seit 94. Da habe ich die ersten Wildfänge gehabt. Damals gab es ja noch mehr Wildfänge. Das wird natürlich in den letzten Jahren immer schwieriger. Also die letzten 20 Jahre wird es immer, seit 20 Jahren ist es immer schwieriger geworden, reine, gesunde Wildfänge zu bekommen. Nun ist ja nicht jeder von unseren Zuschauern, die sind ja nicht alle so im Game und vielleicht haben jetzt einige von euch auch zu Hause das erste Mal Altum oder hoher Segelflosser gehört. Ich kenne das noch aus einem alten Buch, was ich früher mal hatte und das war so ein sagenumwogener Fisch. Und ja, jetzt erklär doch mal bitte ja, mir und unseren Zuschauern, was denn den hohen Segelflosser, den Altum vom normalen Skalar, denn das sind ja auch zwei verschiedene Arten, was unterscheidet den Fisch denn? Also jetzt rein optisch und auch was die Haltung angeht. Also rein optisch schon mal die hohe Körperform. Das sagt schon der Name aus. Ja. Der ist einfach kürzer, ja, vom Körper. Und höher gebaut. Der Nasengick ist ziemlich stark ausgeprägt. Ja. Die Flossen sind sehr lang. Ja. Die Streifenzeichnung verläuft meistens von oben nach unten etwas verjüngend. Mhm. Und die Körperfarbe ist so silber bis ins Golden gehende, je nach Standardvariante. Ja. Und auch noch diese drei Bänder hinten in den Schwanzflossen, das zeigt einen echten Altum aus. Und das, ja, Schwimmverhalten, er ist majestätischer. Habe ich die Fische ja dann zum ersten Mal auch so wirklich live gesehen. Also ich kannte die auch nur mal irgendwo gesehen oder mal im Internet oder wie auch immer. Und du hast ja die auch zu Hause bei dir im Aquarium, die sind ja wirklich echt, wirklich, also vom Auftreten ganz anders. Also wirklich ein ruhiger Fisch, auch untereinander, viel, viel friedlicher, viel entspannter. Also das macht einen Unterschied. Das macht definitiv einen Unterschied. Und ja, ich habe ja schon gesagt, so ein sagenumwobener Fisch bringt mich zu meiner nächsten Frage. Ist er denn so sensibel und so schwer zu halten, wie man das dem immer nachsagt? Also ich kann mich noch an die alte Literatur erinnern, da wurde ja direkt gewarnt, nichts für Einsteiger, das müssen erfahrene Aquarianer sein, weil die Wasserwerte und die Keimdichte. Was ist dran? Was ist dran am Thema und ja, wie schätzt du das ein? Also früher war es so, es gab ja nur Wildfänge, reine Wildfänge. Ja. Die Nachzucht ist ja dann erst seit 93, wie man gerade gesagt hat, vom Adolf Siegrist und Horst Linge, ja, ins Leben gekommen ist, die Nachzucht nur auf dem Markt waren. Und dadurch ist der Altum erst einmal, sag ich mal, für normale Aquarianer erst einmal verfügbar gewesen. Ja.
in größeren Mengen und ja. Man hatte auch Nachzuchten, die schwammen in reinem Leitungswasser. Und das war der Vorteil gegenüber den Wildfängen, die waren in einem sehr weichen Wasser, niedrigen pH, die waren einfach viel sensibler, empfindlicher und die Nachzuchten haben eigentlich den Alum eigentlich auch schon mal so richtig populär gemacht. Salonfähig auch gemacht. Genau, ne? Genau. Und ein Wildfang ist ja auch heute, es gibt sie ja noch regelmäßig und ich weiß, unser Fischgroßhändler des Vertrauens sagt halt auch immer, Wildfang lieber nicht. Und die haben eine lange Reise hinter sich. Die haben je nach Saison, die werden ja auch nicht immer zugefangen, wahrscheinlich auch nicht dieselbe Qualität, ne? wenn man die hier kauft. Die Saison geht bei denen erst so im August los. Davor ist ja Sperrzeit oder Schonzeit, weil sie sich in der Natur ja vermehren. Also von Januar bis Ende Juni ist generell... Gibt es keinen? Gibt es keine. Also die dürfen nicht importiert werden. Ja. Ist verboten. Mhm. Die Natur soll sich vermehren. Ist auch gut so. Ja. Und dann kommen die Nachzuchten meistens, die Wildfänge meistens in der Größe, so mit 6 bis 8 cm, so Anfang August schon. Ja. Und die sind auch sehr klein und geschwächt durch den Transport. Und dann haben sie oft was Bakterielles und die sind einfach sehr anfällig. Also es ist generell schon schwierig, ist ja wie beim Diskus auch, für Leute mit viel Vorkenntnissen und für Erfahrungen im Hobby, die auch vielleicht das passende Quarantänebecken und das Management verstehen, wie man mit so einem Fisch umgeht, ist das auch möglich. Ich persönlich würde mir jetzt auch keinen Wildfang in den Laden setzen und würde auch niemandem empfehlen, Wildfänge zu kaufen. Das ist, glaube ich, für euch als Züchter ist das schon interessanter. Wie verhält sich das denn mit den Nachzuchten? Also wir haben gerade über Leitungswasser gesprochen. Der Altum ist ja trotzdem sensibler als der normale Skalar, den man jetzt, also ich habe ja die vor knapp 2 Monaten oder 6 Wochen, wie das jetzt her ist, haben wir die ja mitgenommen und ich habe die ja bei mir im Laden auch wirklich auf unserem Leitungswasser sitzen und du hast ja am Anfang gesagt, gar kein Problem, das geht. Mit dem Altum lieber nicht, ne? Also es ist so, bei mir schwimmen die Nachzuchten ab der 6. Woche auf reinem Leitungswasser. Ich habe nicht den Vorteil. Ja, was hast du für Wasser? Ich habe sehr weiches Wasser. Das ist schon mal gut. Carbonathärte ist 4, ja. Gesamthärte 6, 280 Mikrosiemens. Ja. Und das ist mein Vorteil. Also nach 6 Wochen sitzen die auf Leitungswasser und dann können die problemlos auch mal in ein Herrenwasser schwimmen. Also alle, die jetzt bei dir die Fische kaufen und sind vielleicht auch mit einem etwas, sagen wir, weichen bis mittelharten Wasser gesegnet, da funktioniert das. Ja. Ich habe jetzt eine KH9, eine GH13, 14, beim normalen Skalar kein Thema. Ich denke, bei dem Altum würde dann bei meinem Wasser sicherlich auch vermischen oder verschneiden mit Osmosewasser Sinn machen. Ja, ich sage mal ein Drittel Osmosewasser. Ja, okay. Erstmal sagen wir, unter Carbonathärte 8 bleibt. Okay. Aber immerhin, verglichen mit einem Wildfang, der ja eigentlich wahrscheinlich gar keine Carbonathärte kennt. Oder höchstens 1,2 und pH-Wert bis 6,0 und drüber soll den Wildfang nicht halten werden, die ersten Wochen zumindest. Ja. Ich meine, man kann ja dann schon langsam in einen höheren Bereich halten. Ich habe die Wildfänge dann irgendwann auch immer in pH-Wert 7,5 schwimmen. Aber das dauert mindestens 6 Wochen, bis die sich daran gewöhnt haben. Okay, na, das ist natürlich schon gut. Also das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass das überhaupt geht mit dem Wildfang. Wir sprechen jetzt gar nicht über das Vermehren, sondern nur ums Halten. Ja. Und das ist schon spannend. Also zeichnet ja auch deine Tiere aus, ne? Wenn du jetzt privat verkaufst. Und es ist schon sinnvoll, da etwas Wissen oder Kenntnis vorauszusetzen, jetzt was generell die Fischhaltung angeht. Aber generell sind die ja dann schon auch gut haltbar. Ne? Das kann man dann schon sagen. Also die Nachzuchten sind sehr haltbar. Und wie gesagt, ich habe Kunden, die haben die auch schon bei 1000 Mikrosiemens gehalten. In Berlin zum Beispiel. Und die schwimmen super. Ja. Also das ist nicht das Problem. Die gewöhnen sich auch an das Wasser. Aber schöner ist natürlich in einem weichen Wasser. Also 1000 Mikrosiemens sind schon ein bisschen heftig. Ja, Wohlfühlatmosphäre. Ja. Und Mikrosiemens, also Leitwert, ist ja auch zum Teil Phosphatnitrat. Da kommt dann wieder drauf an. Genau. Siehst du Unterschiede in der Farbe, im Auftreten, im Verhalten generell, wenn man sie jetzt eher weicher hält oder eher mittler hat? Oder sagst du, das ist zu vernachlässigen? In einem weichen Wasser zeigen sie mehr Farbe. Also das macht dann doch einen Unterschied. Ja, da fühlt sich da schon. Du hast zu Hause KH? 5. KH5. Und bei dir GH, auch GH3, KH5. Ja. Gutes Orawasser, das Gotha. Genau, und da stehen sie gut, ne? Die stehen einmal frei. Ja. Die stehen einmal frei. Ich habe jetzt noch eine Frage. Ja. Jetzt sind sie ja in der Natur sehr abhängig von der Fangzeit oder Fangsaison. Ja. Ist es bei dir auch so, dass sie dann auch wirklich nur zum Spätsommer hin oder jetzt sind wir ja im Oktober hier, die Jungfische sind jetzt abgehauen. November schon, ne? Ach ja, das ist ja schon November. November, ja. Ja, jetzt sind wir im November hier, aber so Ende Oktober hattest du mir immer geschrieben, sind sie abgehauen, fertig. Hast du dann wirklich nur einmal Laich im Jahr mit diesem einem Pärchen oder laichen die häufiger? Also die Wildfänge meistens, sage ich mal, von April bis Juli. Okay.
Flugzeug meine Erfahrungswerte. Und dann siehst du auch ihre und dann können wir so holen. Ja, okay. Ja. Also, okay, die haben ja auch immer noch ihre innere Uhr, ne? Die Wildfänger, die reinen Wildfänger, ja. Die Nachzuchten F1, F2, die, wenn ich richtig stimuliere, die laichen bei mir das ganze Jahr. In der Natur laichen sie auch in den Wintermonaten, das ist die kleine Laichzeit. Okay. Die große Laichzeit ist im Frühjahr bis Frühsommer. Da bin ich gespannt. Ja, das ist nochmal ein interessanter Fun-Fact am Rande. Ja. Ja, kommen wir mal zur nächsten Frage. Wir hatten ja jetzt über die Unterschiede, also die optischen Unterschiede und auch die Haltung gesprochen, vom normalen Skalar zum Altum. Beide kommen aus Südamerika. Was mich jetzt mal interessieren würde, wie weit ist denn der Altum verbreitet und kommt der parallel mit dem normalen Skalar, nenne ich ihn mal, in all seinen verschiedenen Fundortvarianten, kommt die parallel vor in der Natur oder ist das getrennt voneinander? Mit Sicherheit kommen die in denselben Flüssen vor, bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Weil es schwimmt ja nicht bloß ein Altum in dem Fluss, sondern auch ein normaler Skalar. Ja, lässt sich nicht vermeiden. Nein, und generell das Gebiet jetzt allgemein, also Orinoco ist ja so das bekannteste. Orinoco ist ja ein recht bekannter Fluss aus Südamerika, Venezuela. Das Einzugsgebiet ist ja riesig. Es gibt ja so viele verschiedene Flüsse und wir kommen dann ja nachher zu den Fundortvarianten. Die sind ja immer nach den Flüssen benannt, wo die Fische herkommen. Ja. Wie groß ist denn das Einzugsgebiet? Kann man das sagen? Also deckt das jetzt einen riesengroßen Bereich ab oder ist es eher so ein begrenztes Gebiet? Also mittlerweile ist es ein großes Gebiet. Also mittlerweile gibt es ja mindestens 8 bis 10 Fundortvarianten aus verschiedenen Flüssen. Ja. Der Hauptstrom ist der Orinoco, aber sie kommen ja aus den Nebenflüssen. Mhm. Der bekannteste Rio Atabapo. Ja. Kennt man ja auch von anderen Fischen. Genau, Rio Inirida. Ja. Dann gibt es den Rio Venduari. Ja. Jetzt habe ich den Rio Basimoni. Dann den Rio Vichada. Das ist eine Neuheit. Ja. Dann gibt es den Rio Vaubis, Rio Audana. Das sind alles Zuflüsse zum Orinoco? Zum größten Und Teil. Und du hattest gerade gesagt, mittlerweile. Liegt das daran, dass jetzt erst neue Fundortvarianten im Prinzip gefunden oder erschlossen wurden? Oder wie hängt das miteinander zusammen? Weil geben wird es ja die Fische dort wahrscheinlich schon länger, aber sie sind noch nicht bekannt. Die gibt es mit Sicherheit schon ewig dort. Ja. Aber die meisten sind eigentlich durch Horst Link jetzt wieder entdeckt worden oder durch Heiko Plier. Die zwei muss man erwähnen. Ja. Das sind also die Fischkundler, wo die Fische eigentlich bekannt gemacht haben. Ja. Und da muss man auch Respekt zeigen vor den Leuten, dass sie die Fische eigentlich für uns Aquarianer und Züchter eigentlich richtig publik gemacht haben, muss man sagen. Die ersten kamen in den 60er oder 70er Jahren, wenn ich mich jetzt erinnere. Also der erste war der Heiko Plier, glaube 1970, oder die 1970. Das erste Mal mit entdeckt und eingeführt in Deutschland. Wenn man jetzt mal so drüber nachdenkt, ich meine, wir sind ja noch nicht so lange im Aquaristik-Game, wenn man das jetzt mal vergleicht, die technischen Möglichkeiten waren ja damals noch ganz andere. Also ich denke, der Fisch wird sicherlich damals noch wesentlich elitärer gewesen sein als heute und wahrscheinlich auch viel, viel teurer und viel schwieriger zu bekommen, wenn man jetzt mal überlegt, das ist ja über 50 Jahre her. Ja, ich habe meine ersten Altums gesehen, da war ich so 10 Jahre alt, also 1975. Ja. Und da hat mich damals schon der Fisch durch seine hohe Körperform beeindruckt. Man hat ja den normalen Skalar nur gekannt, der etwas gedrungener ist. Ja. Und der hat auch elegantes Körperform gehabt, die langen Flossen, die Streifen, der Fisch ist aufgefallen. Ja. Hast du den im Zoohandel gesehen? Im Zoohandel, ja. Weißt du noch, was er gekostet hat? Das würde mich jetzt mal interessieren. Das kann ich dann immer sagen. Aber wahrscheinlich ein Stückchen mehr als heute. Ja. Wir hatten über die Wildfänge gesprochen und du hast ja nun auch verschiedene Varianten hier und züchtest auch verschiedene. Wir hatten auch darüber gesprochen, dass die Fische zum Teil schwierig zu bekommen sind, auch nicht jederzeit und auch in unterschiedlicher Qualität. Wie kommst du denn an solche Importe ran, an solche Wildfänge? Also ich habe einen guten Großhändler, den Herbert Nickel, Aquam Dietzenbach. Und von dem bekomme ich reine Altum Wildfänger. Vom Atabapo habe ich bekommen, vom Rio Inirida, vom Rio Basimoni und neuerdings vom Rio Vichada. Das sind absolute Neuheiten. Aquam Dietzenbach hatten wir auch früher gekauft, du auch, ne? Ja. Ja, Dietzenbach bei Frankfurt. Ja. Und jetzt interessiert mich mal, wie kam denn der Kontakt zustande? Ich habe noch halt immer Nachzuchten gegeben. Ah, okay. Von meinen Altums, von der Orinoco-Linie sozusagen, oder von den Orinocos. Und dann hat er gesagt, okay, willst du mal reine Wildfänger haben? Und ich gesagt, gerne, her damit. Und er hat halt einen guten Import bekommen, muss man dazu sagen, braucht man viel Glück. Ja. Er hat es auch lang genug in Quarantäne gehabt, also mindestens 6 Wochen. Die Vichada waren sogar 3 Monate bei, ne? Ja.
Und dann hat es erst rausgegeben. Also erst, wenn sie wirklich richtig fit sind? Genau, die müssen gut stehen. Das ist wahrscheinlich, also ist ja gut möglich, dass wenn wir zum Beispiel als Händler dort bestellen oder da mal einen Altum auf der Liste gesehen haben, dass das dann deine Nachzuchten gewesen sein könnten. Ja. Und das ist sicherlich für den Großhändler auch das definitiv sichere, bessere Geschäft, dann solche hiesigen Nachzuchten zu kaufen. Und wahrscheinlich ist es auch nicht wirklich lohnenswert, Importe zu bekommen oder Importe ja erstmal zu machen, zu importieren. Aber wenn man jetzt mal in Hinblick auf neue Genetik, neue Fundortvarianten geht, ist es ja dann schon wieder sinnvoll, weil der Großhändler selbst, der züchtet ja keine Fische, aber er gibt sie dir dann und genau. So ist das eine Win-Win-Situation und genau. Du hast dann vielleicht irgendwann mal eine neue Fundortvariante, ja. Die dann so erstmal überhaupt auf den Markt kommt. Das genau. Ist ja, eine gute Geschichte. Aqualm Dietzenbach verkauft auch nur an ja, Einzelhändler, also nicht an Endverbraucher. Genau. Und ja, das ist aber eine gute Möglichkeit, wenn du dann sagen kannst, die haben dort eine gute Bezugsquelle, er ja. Macht eine ordentliche Quarantäne. Das ist ja leider nicht immer so. Ja. Und ja, so gesehen ist es natürlich wirklich eine praktische Situation. Du kommst dann halt an gute Wildform und hast da bis jetzt demnach, wenn du so viele schon, also ich zähle jetzt hier 2, 4, 6 verschiedene Varianten ja. Bekommen hast, wahrscheinlich auch eine gute Zusammenarbeit mit genau, ihm. Genau, so ist es. Es ist ja auch eine Sicherheit für dich, wenn ja. Der Großhändler das schon vorkarantänisiert, ja. Weil du hast ja nun hier einen echt wertvollen Bestand ja. Und solltest du dir jetzt hier was reinholen, dann kann das ja auch ganz schnell knallen und dann ist es ja schon echt eine gute Sache, wenn das jemand für dich schon erledigt hat. So ich denke, du tust es ja aber trotzdem noch mal in Quarantäne ja. Und bist sehr hygienisch, dass ja. Er auch erstmal wirklich nichts miteinander ja. In Berührung kommt, oder? Ja, also auf jeden ja. Fall. Und die Wildfänge, ich sage, man muss sie trotzdem noch in einem weichen Wasser halten, die ersten paar Wochen. Dann gehe ich langsam hoch mit dem pH-Wert, bis sie dann richtig stehen und dann passiert nichts mehr. Aber die ersten 6 Wochen müssen die wirklich noch einmal in einem weichen Wasser gehalten werden. Ja, weich und sauer. Ne? Weich und sauer, ja. Wenn man dann überlegt, das ist für den Großhändler halt absolut unrentabel eigentlich, ne? Ja, ja. Solche Importe zu bekommen, die dann vielleicht normale Einzelhändler bestellen, die eben gar nicht wissen, wie man so einen Fisch handelt. Und da bist du wahrscheinlich die allerbeste ja. Abgabemöglichkeit ja. Ja. Für ihn. Und die beste Möglichkeit, diese Fische wirklich gut unterzubringen. Denn, ja. Also es ja. Gibt, glaube ich, auch nicht viele Fachhändler, die sagen, ach, die haben Wildfang, Altums auf der Liste, die stelle ich mir jetzt mal hin. Genau. Ja. Also da gibt es bestimmt noch ganz wenige in Deutschland, die sich ja. Daran trauen. Und das ist für einen Großhändler wahrscheinlich, verteilt er die dann eher an die Züchter ja. Und nimmt genau. Dann lieber die Nachzuchten, genau. Die er dann ja. Der breiten Masse anbietet. Genau, genau, weil die das ja nun die safere safere Optionen für ihn sind. Ist ein bisschen wie die Disco-Szene, ne? Genau. Also das genau. Funktioniert ja ähnlich. Da gibt es ja auch hiesige Züchter, die seit Jahren und Jahrzehnten Diskusfische züchten. Und der Wildfang ist eben auch immer noch so ein magisches Ding. Ne? Ich habe ja. Wildfang-Diskus, sieht man ja auch oft zusammen mit Altum schwimmen. Genau. Die haben dich selbst ja. Noch nie so gecatcht, oder? Also Diskus ist jetzt nicht so dein Ding oder findest du die auch attraktiv? Diskus finde ich sehr schön. Ich habe auch Wildfänge da gehabt, grüne Diskus. Ja. Heckel vom Rio Namunda, ich habe Kuribera da gehabt. Ich habe ja. Auch mal Kuribera F1 nachgezogen. Also das habe ich mal so aus Spaß und Freude gemacht, was mich interessiert hat. Aber ja. Mein Hauptaugenmerk ist der Altum. Ja. Die wollen alle von mir Altums haben. Ja. Das ist einfach so. Und es gibt ja viel, viel weniger Altumzüchter genau. Erfolgreich genau. Als Diskus. Weil es mehr Diskuszüchter gibt. Ja, ja. Und ja. So ist es natürlich wieder ein Eigenständigkeitsmerkmal. Ja. 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 Super interessante Fakten und Informationen zum Altumskalar. Das war wirklich komplex und auch für uns noch ein paar neue Sachen dabei. Was sich aber vor allen Dingen ausmacht und wo dich ja auch viele deiner begeisterten Fans und Fischabnehmer herkennen, sind die ganzen Fundortvarianten. Und du hast ja hier einige, die du züchtest. Ja. Das ist so dein Steckenpferd, da kennst du dich richtig gut aus. Genau. Und wir wollen das auch ausführlich machen, denn hat es bei YouTube so in dieser Form noch nicht gegeben. Und sowas hat man noch nicht gesehen. Deswegen teilen wir das Video jetzt durch 2. Für euch zu Hause gibt es noch einen 2. Teil, den drehen wir jetzt. Und in dem geht es um die Komplexität der ganzen Fundortvarianten. Und da sind wir mal gespannt, was du uns zu erzählen hast. Und ihr zu Hause dürft auch gespannt sein, denn das seht ihr im Teil 2. Und bis dahin würde ich sagen, lohnt sich das Warten. Wir sagen erstmal Dankeschön fürs Zuschauen, danke für die Einladung. War schön. Und wir freuen uns auf das, was jetzt noch kommt. Und ihr dürft gespannt bleiben, denn jetzt wird es richtig interessant.